Hallo, ich bin Collins, Prinz eines fernen Königreichs namens Setia. Ich wurde als Sohn der zwei schlimmsten Eltern aller Zeiten geboren. Papa und Mama waren der König und die Königin von Setia und sie waren die schlimmsten, die die Stadt je gesehen hatte. Sie stahlen und fraßen schamlos das Geld der Stadt und glaubten außerdem, dass wir über allen anderen stünden, weil wir königlich waren. Mein Bruder Geralt, der 2 Jahre älter war als ich, war genau wie sie. Rücksichtslos, egoistisch und ein großer, hohlköpfiger Kerl, der nur daran interessiert war, seinen Bizeps zu vergrößern und sonst nichts. Ich habe mich aber anders entwickelt. Wann immer ich die Möglichkeit hatte, habe ich Menschen geholfen, auch wenn Mama und Papa das nicht so toll fanden. Einmal, als ich 10 war, hörte ich ein weinendes Mädchen vor dem Schlosstor. Irgendjemand, irgendwer, ich brauche Hilfe. Meine Mutter braucht Medikamente und wir haben kein Geld. Mein Bruder Geralt ist auf sie zugegangen und hat sie von den Toren weggestoßen und dann war er so unhöflich. Geh weg von der Burg, Bauer. Überall im Dorf gibt es Ärzte. Geh und frag sie nach Medikamenten. Das hier ist kein Krankenhaus. Dafür habe ich kein Geld. Der König und die Königin haben uns das Ackerland weggenommen. Bitte hilf mir. Hau ab. Ich beschloss, dass das genug war, aber bevor ich etwas tun konnte, stellte sich das Mädchen meinem barbarischen Bruder entgegen, unbeeindruckt von seiner Einschüchterungstaktik. Du bist nur eine Kuh und du machst mir keine Angst. Ich glaube, ich hatte mich verliebt. Geralt schloss wütend die Tore vor ihr und das war mein Stichwort, um mich später mit einer Tasche voller Münzen, die ich aus seinem Mantel gestohlen hatte, hindurchzuschleichen, um mich für das zu rächen, was er ihr angetan hatte. Ich fand sie an der gleichen Stelle wie zuvor und sie sah total hilflos aus. Ich kann dir helfen. Sie drehte sich mit großen braunen Augen zu mir um, die ich nie vergessen werde, und dann nahm ich den Beutel mit den Münzen heraus und gab ihn ihr. Ich danke dir vielmals. Sie umarmte mich und rannte weg, bevor ich nach ihrem Namen fragen konnte. Als ich aufstand, stieß ich mit dem Fuß gegen etwas. Es war ein Medaillon, das des Mädchens. Darin befand sich ein altes Foto eines Mannes und einer Frau, von denen ich annahm, dass es ihre Eltern waren. Ich behielt es und schwor, es zurückzugeben, wenn ich sie wiedersehen würde. Aber nach diesem Tag habe ich sie nie wieder gesehen und die nächsten Wochen war ich mit der Pflege meiner Pflanzen beschäftigt, während Geralt weiterhin eine Bedrohung war. Hey, Collins, klopf, klopf. Nicht schon wieder. Ich schlug eine Hand über mein Gesicht, erschöpft, seine dummen Witze zu hören. Es ist ein großes, süßes, saftiges Stück Hähnchen, das du nie kosten wirst, du Veganer. Echte Männer essen das anstelle von hässlichem, fauligem Brokkoli. Naja, warum nimmst du nicht das? Ich schwang eine Kadaverblume in sein Gesicht und der Geruch saugte das Blut aus seinen Adern. Er schrie wie ein Mädchen und ich brach in Gelächter aus. Das hat ihm gut getan. Jahre vergingen. Ein strenger Winter traf mein Dorf, zerstörte all unsere Ernten und stürzte uns in eine monatelange Hungersnot. Während alle kämpften, um über die Runden zu kommen, schikanierten meine Eltern weiterhin alle Menschen um alles, was sie besaßen. Und sobald sie merkten, dass die Leute zu arm waren, um ihre Extravaganz zu unterstützen, organisierten sie einen Suchtrupp. Ihr tapferen Männer und Frauen seid die einzige Hoffnung für Setia. Ich habe meinen starken Söhnen Geralt und Collins die Verantwortung für euch übertragen. Ihr werdet die Stadt verlassen und an anderen Orten nach reifem Ackerland suchen. Sobald ihr etwas gefunden habt, meldet ihr euch im Palast. Ich wünsche euch viel Glück. Wir brachen an diesem Tag auf und stapften durch tiefen Schnee und suchten nach Ackerland, bis ein starker Tornado am 4. Tag über die Gruppe hereinbrach und uns trennte. Ich wurde von Geralt und der Gruppe weggewirbelt. Als ich am Morgen erwachte, fand ich mich in einem üppigen Wald. Ich spazierte herum und bewunderte das Grün um mich herum. Der ganze Wald wimmelte von wunderschönen Pflanzen, die ich unbedingt kennenlernen wollte. Plötzlich hörte ich ein Knurren hinter mir. Schreckliche Angst durchzuckte mich, als ich mich umdrehte und von Angesicht zu Angesicht mit einem 2 Meter großen Bären stand. Meine Haut kribbelte vor Gänsehaut und gerade als ich dachte, ich sei erledigt, sprang ein Mädchen aus dem Gebüsch und ergriff meine Hand. Wir rannten durch das dichte Gebüsch, bis wir uns etwas Abstand von dem Bären verschafften. Ich glaube, er hat aufgehört, uns zu jagen. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich heiße Collins. Wie ist dein Name? Ich bin Raven. Sie stand aufrecht und ich hatte die schönste Frau vor mir, die ich je gesehen hatte. Sie erinnerte mich an eine der starken, großen Amazonen, von denen ich oft in Büchern gelesen hatte. Was schaust du so? Ich versuchte zu sprechen, aber es fühlte sich an, als hätte ich meine Zunge verschluckt. Oh, es scheint, als hätte er uns wiedergefunden. Kommt schon! Wir rannten, bis wir eine kleine Hütte in der Mitte des Waldes erreichten.
Willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Du lebst hier ganz allein? Ist es nicht zu gefährlich für dich? Nichts kann mir Angst machen. In Wirklichkeit sollten alle Angst vor mir haben. Als ich ihre selbstbewusste Art zu sprechen hörte, gab es mir ein Gefühl von Déjà-vu und das tapfere Mädchen von vor Jahren kam in meine Gedanken. Weißt du, du kommst mir ziemlich bekannt vor. Ich habe schon viele Anmachsprüche von Jungs gehört, aber dieser ist neu. Bonuspunkte für die Mühe, aber ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal begegnet sind, Hübscher. Warte, ich meine es wirklich ernst. Ich holte ihr Medaillon aus meiner Tasche. Ich trug es seit jenem Tag mit mir herum, in der Hoffnung, es würde mich zu der furchtlosen Besitzerin führen, die Gerald gegenübergestanden hatte, das Mädchen, in das ich mich verliebt hatte, und jetzt stand sie direkt vor mir. Erinnerst du dich daran? Du hast es vor all den Jahren, als ich dir mit etwas Geld für die Krankheit deiner Mutter geholfen habe, fallen gelassen. Sie sah es an, als wäre es ein Fremdkörper, also öffnete ich das Medaillon und zeigte ihr das Bild der Menschen darin. Die hübsche Frau, die wie sie aussah, und den lächelnden Mann neben ihr. Ich dachte, sie hätte sie einen Moment lang erkannt, aber ihr Gesichtsausdruck veränderte sich zu Stirnrunzeln. Kumpel, ich habe dir gesagt, dass ich dich nicht kenne. Dieses alberne Medaillon wird meine Meinung nicht ändern. Und hast du etwa noch nie von Doppelgängern gehört? Okay, tut mir leid, aber ihr seht euch einfach so ähnlich. Ich schloss das Medaillon und steckte es zurück in meine Tasche, ziemlich enttäuscht, dass sie nicht diejenige war. Raven ließ mich in dieser Nacht bei ihr bleiben, weil ich nirgendwo anders hin konnte, und so ging es einige Tage weiter. Ich habe in dieser Zeit eine Menge über sie gelernt. Wie sehr sie Musik liebte, wie gerne sie tanzte, wir gingen gemeinsam auf Lebensmittelsuche und dabei zeigte ich ihr alle meine Lieblingspflanzen und was ich an jeder einzelnen liebte. Dies hier ist eine japanische Kamelie. Es ist eine der schönsten und seltensten Blumen der Welt. Sie sieht aus wie eine Rose, aber das ist sie nicht. Es ist eher eine Art Kamelienblüte und ich denke, sie wird dir gut stehen. Haha, warum versuchen wir es nicht? Sie drehte sich zur Seite und ich steckte ihr die Blume ins Haar. Na, was sagst du dazu? Ich war von ihrer Schönheit überwältigt. Es gab keine Worte, um es auszudrücken, wie schön ich sie fand. Sie sieht so schön an dir aus. Ich danke dir. Kurze Zeit später ergriff sie meinen Arm. Komm mit, ich möchte dir etwas zeigen. Ich folgte ihr und sie führte mich aufgeregt an einigen schönen, leuchtenden Bäumen vorbei zu einem Meer mit einem alten Schiff, das an einem verlassenen Dock festgemacht war. Wir kletterten auf das Schiff und fanden eine Menge Kisten in seinem Lager. Wow, so viele Kisten! Was glaubst du, was da drin ist? Warum öffnest du nicht eine und findest es heraus? Ich öffnete eine der Schachteln und war schockiert, als ich sah, dass sie mit Diamanten gefüllt war. Wo kommen die alle her? Ich habe keine Ahnung, aber eines weiß ich. Sie sind meine Fahrkarte von hier weg, an einen besseren Ort. Wir könnten sie teilen, wenn du willst. Raven und ich verbrachten unsere Nacht auf dem Schiff, starrten die Sterne an und sprachen über unsere Zukunft. Ich vergaß alles über den Palast, Gerald und alle anderen, bis ich mich am nächsten Morgen, als ich aufwachte, umgeben fand von Gerald und dem Suchtrupp. Heute ist dein Glückstag, Collins. Dein großer Bruder ist gekommen, um dich zu retten. Wie hast du mich gefunden? Du warst nicht leicht zu finden, aber dank meiner exzellenten Spürfähigkeiten haben wir die Trümmer des Tornados bis hierhin verfolgt. Gerald begann herumzulaufen und betrachtete alles mit leuchtenden Augen und ich wusste sofort in diesem Moment, was er vorhatte. Sieh dir all diese Pflanzen an, das kann eine ganze Stadt über Jahre hinweg ernähren. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kollidierte ich mit einer der Kisten des Schiffes, die herunterfiel und Diamanten verschüttete. Ich bewegte mich, um sie vor Gerald zu verstecken, aber es war zu spät. Oh mein Gott, auch Diamanten? Wir sind damit die reichste königliche Familie in ganz Europa. Nichts von dem, was im Wald liegt, gehört dir. Erzähl mir nicht, du würdest lieber eine ganze Stadt verhungern lassen, nur weil du ein Pflanzenfreak bist. Gerald wies den Suchtrupp an, alles mitzunehmen, was sie finden konnten. Angefangen mit den Diamanten und ich konnte nichts tun, um sie aufzuhalten. Inzwischen hatte sich Raven in Luft aufgelöst. Ich sah mich nach ihr um, aber sie war nirgendwo zu finden. Ich hoffte wirklich, sie sei in Sicherheit. Schweren Herzens sah ich zu, wie mein Bruder und die Truppe den Großteil des Waldes an einem einzigen Tag abholzten und wir kehrten nach Hause zurück. Mom und Dad begrüßten uns und wiesen dann die Wachen an, große Mengen Lebensmittel und alle Diamanten ins Lager zu bringen. Sollen wir nicht alles an das Königreich verteilen? Es ist immer noch alles für das Volk. Wir helfen ihnen nur, es zu bewahren. Aber ich wusste, dass sie lügen. Als sie an diesem Abend zu Bett gingen, schlich ich mich in den Lagerraum und stahl einige Lebensmittel, die ich den Dorfbewohnern gab.
Geralt und die Gruppe kehrten jeden Tag in den Wald zurück, um mehr Nahrung zu holen, und ich folgte ihnen einige Male in der Hoffnung, Raven zu sehen. Ich habe sie nie gefunden, aber ich entdeckte einige Kamelienblüten, die ich in den Palast brachte und rundherum pflanzte. Sie erinnerten mich an Raven. Ein Monat verging, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte, bis zu einer Nacht. Ich hatte geschlafen, als ein lauter Tumult im Palast mich aufweckte. Ich ging hin, um nach der Ursache zu sehen, und war schockiert, als ich die Dienerschaft voller Angst herumrennen sah. Aber das war nicht mein größter Schock. Es war Raven inmitten des Chaos. Sie hat es sogar verursacht. Haha, lauft ihr Weicheier! Ich bin jetzt eure neue Königin! Raven? Oh, hallo mein Prinz. Oder sollte ich sagen, nicht Prinz? Ihre Wachen lachten, als hätte sie etwas Lustiges gesagt. Was glaubst du, was du da tust? Wonach sieht es denn aus? Ich übernehme das Königreich von deinen bösen Eltern. Was? Ich dachte, du wolltest reisen und die Welt erkunden. Das war alles eine Lüge, die ich dir erzählt habe, damit du mir vertraust. Ich wusste, dass es nicht lange dauern würde, bis ihr Könige eure Gier offenbaren würdet. Und ihr habt mir recht gegeben, genau wie vor all den Jahren, als ihr mir einen Beutel mit Steinen statt Münzen gegeben habt. Was? Das war nicht ich. Es muss dieser Idiot Geralt gewesen sein. Er hatte den Beutel mit Steinen gefüllt, nicht mit Münzen. Tut mir leid, ich dachte wirklich, es wären Münzen drin gewesen. Das bedeutet also, dass das Medaillon dir gehört? Warum hast du dann gelogen? Ich konnte meine Tarnung nicht aufgeben, aber ich brauche es jetzt. Es ist alles, was ich von meinen Eltern habe, seit ich sie beide durch eine Krankheit verloren habe, wegen deiner Familie. Ich gab Raven schuldbewusst ihre Halskette zurück und sah mich misstrauisch im Thronsaal um. Wo sind meine Eltern und mein Bruder? Sie schlafen tief und fest in ihren Betten. Du glaubst doch nicht, dass die Blumen im Wald einfach so da waren, oder? Dank dieser Jungs hier. Sie haben mir geholfen, etwas Schlafpulver in die Blumen zu streuen, und ich habe sie genau dort gepflanzt, wo ihr sie finden würdet. Ich weiß, wie schwer es für dich ist, deiner Lieblingspflanze zu widerstehen. Ich konnte nicht glauben, dass Raven mich auf diese Weise austricksen würde. Ich war nichts als freundlich zu ihr gewesen. Wie auch immer, ich habe eine Krönung zu planen, also suche dir bitte ein neues Quartier, den Kerker. Meine Freunde werden dein Zimmer benötigen. Ich wurde in den Kerker geworfen und am nächsten Morgen wurden Vater, Mutter und Geralt auch hineingeworfen. Sie waren alle wütend auf mich. Ich sagte dir immer wieder, dass du dich nie mit armen Leuten zusammentun sollst. Tagelang hörten sie nicht auf, darüber zu streiten, dass alles meine Schuld war. Und ich wünschte mir, ich könnte irgendwo anders sein. Mein Wunsch wurde endlich in der nächsten Woche erfüllt. Du, die Königin bittet um deine Anwesenheit. Ich wurde aus dem Kerker hinaus begleitet und in den Thronsaal geführt, wo Raven majestätisch auf mich wartete. Sie winkte mich nach vorne und ich näherte mich ihr. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber ich brauche deine Hilfe, Collins. Warum in aller Welt sollte ich dir helfen? Ich weiß, ich habe deine Eltern die Krone weggenommen, aber sie haben Schlimmeres getan. Und du hast uns in einen Kerker geworfen. Ich habe dir nicht einmal etwas getan. Gut, ich lasse euch alle raus. Zufrieden? Ja, so ist es besser. Nun, da das geklärt ist, musst du mir lehren, wie man eine richtige Königin ist. Das Königreich ist verschuldet und ich möchte Frank, Prinz von Mayland, heiraten, um uns zu retten. Ich hörte, er ist ein Freund der Familie und sehr wohlhabend. Er war nicht mein Freund. Er war einer von Geralds dickköpfigen, dummen Freunden. Und Raven darüber reden zu hören, ihn zu heiraten, war wie ein Schlag in meine Eingeweide. Ich schluckte, als ich sagte, gut, ich werde es dir beibringen. Ich danke dir. Und falls es etwas bedeutet, es tut mir wirklich leid wegen allem. Ich habe die Zeit wirklich genossen, die wir zusammen im Wald verbracht haben. Sie wich meinem Blick aus, als sie das sagte, aber diesmal fiel ich nicht auf sie hinein. Du musst mich nicht mehr länger anlügen, sagte ich und ging weg. Wie versprochen befreite Raven meine Familie aus dem Kerker und brachte sie in einem Haus mit starker Sicherheitsvorkehrungen unter, wo sie kaum rausgelassen wurden, aber das war besser als der Kerker. Auf der anderen Seite war ich frei und half Raven bei ihrem Unterricht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Danke. Raven lernte schnell. In kürzester Zeit machte sie alles perfekt. Ich glaube, ich habe jetzt den Dreh raus. Ich wirbelte sie herum, während wir tanzten, und als ihre Haut meine berührte, fühlte sich mein Herz an, als würde es in 1000 Stücke zerspringen. Ich war so in den Moment vertieft, dass ich gar nicht merkte, wie die Musik aufhörte, und ich zog Raven zu mir und küsste sie, ohne nachzudenken. Sie erwiderte meinen Kuss und als wir fertig waren, schaute sie mich mit diesen großen braunen Augen an. Ich glaube, ich bin in dich verliebt, Raven.
Collins, es tut mir leid, aber lass uns so tun, als wäre dieser Kuss nie passiert. Ich muss einen anderen heiraten. Sie rannte hinaus und ließ mich allein im Ballsaal stehen, und seit diesem Tag begann sie, mir aus dem Weg zu gehen. In der folgenden Woche kam Frank in Setia an und Raven veranstaltete einen Ball zu seinen Ehren. Gäste aus der ganzen Welt kamen und ich war eifersüchtig, als ich sah, wie Raven über etwas lachte, das er sagte. Ich hatte seine Witze gehört und der Typ war alles andere als lustig. Ich hatte keine Ahnung, was über mich kam, aber ich schnappte mir ein Glas mit Getränken und ging auf sie zu. Sobald ich angekommen war, hob ich es an und verschüttete es auf Raven. Warum hast du das getan? Ich starrte Frank an. Es war, als hätte er mich kommen sehen und war gerade noch rechtzeitig ausgewichen, sodass mein Drink auf Raven statt auf ihm landete. Du hast kein Recht, der Königin zu schaden. Ich werde eure Ehre beschützen, Euer Majestät. Plötzlich schubste er mich. Ich schubste zurück und wir begannen zu kämpfen und ruinierten den ganzen Ball. Raven war wütend auf mich. Das war immer dein Plan, meine Position als Königin zu ruinieren und meine Chancen, einen Ehemann zu finden, auszulöschen. Ich hätte es besser wissen müssen, als dir zu vertrauen. Sie ging von uns weg, während wir noch auf dem Boden lagen, und Frank schlüpfte leise unter mir hervor und zur Tür hinaus. Augenblicke später stürmten meine Eltern und Geralt ins Zimmer. Wo ist dieser Thronräuber? Während sie vor Wut kochten, sah ich Geralt und Frank beim Händeschütteln. Danke, dass du uns rausgeholt hast. Du bist der beste Bruder. Ich wusste es. Frank hatte nichts Gutes im Schilde, aber bevor ich etwas tun konnte, kam Raven ins Zimmer und stellte sich meinen Eltern. Ihr solltet alle eingesperrt sein. Wie seid ihr überhaupt rausgekommen? Dummes Mädchen, du hast doch nicht gedacht, dass ein alter Freund von uns dich heiraten würde, während wir als Geiseln gehalten werden, oder? Raven pfiff und auf einmal versammelte sich ihre Mannschaft hinter ihr. Wenn du den Thron willst, solltest du wissen, dass ich nicht kampflos untergehe. Geralds Augen glitzerten vor Erregung bei der Erwähnung des Kampfes und die beiden Seiten stellten sich auf. Ich beschloss, dass ich genug von allem hatte und schrie: Genug! Alle drehten sich um und sahen mich an. Keiner von euch verdient es, auf dem Thron zu sitzen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ihr seid alle schlechte Herrscher. Dad, Mom und Raven, ihr wisst nicht einmal, wie man regiert. Alle bemerkten die Aufregung und versammelten sich, als ich sprach. Sie nickten mit dem Kopf zu allem, was ich sagte. Ich denke, dieses Mal haben die Menschen es verdient zu wählen, wer regieren soll. Das ist verdammt lächerlich. Unsere Generation hat diesen Thron schon seit Jahren inne. Als er versuchte, auf den Thron zuzugehen, wurde er von Raven und ihren Kriegern aufgehalten. Collins hat recht. Diese Stadt braucht etwas Besseres. Die Menge stimmte mir zu und Augenblicke später wurde eine Abstimmung abgehalten und ich wurde zum König gewählt. Aber ich wollte es nicht. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Raven ging auf mich zu und berührte meine Wange. Du bist der perfekte Anführer, Collins. Du bist freundlich, leidenschaftlich und sanft. Diese Stadt braucht dich, nicht mich oder deine Eltern. Ich ließ zu, dass Rachegefühle meinen Verstand vernebelten und mich zu einem schlechten Menschen machten, aber du hast mich nie gehasst. Stattdessen hast du mich geliebt. Ravens Worte erfüllten mich mit einer Menge Mut. Ich werde das nur schaffen, wenn du an meiner Seite bist. Dann werde ich an deiner Seite sein. Es tut mir alles leid. Und ich liebe dich auch. Sie warf ihre Arme um mich und küsste mich. Und am nächsten Tag krönte mich die Stadt zum König. Ich sah alle an und gab ein Versprechen. Ich werde euch ein besserer König sein als meine Vorgänger. Dann sah ich Raven an und holte heimlich eine Kamelienblüte aus meiner Tasche, die ich hinter ihr Ohr steckte. Wenigstens ist diese hier nicht vergiftet. Oh, come on! Raven lachte über meinen Insiderwitz und umarmte mich. Ich liebe dich so sehr, Raven. Bitte, sei meine Königin. Wirklich? Ja, natürlich. Ich werde deine Königin sein. Ich drehte mich zum Volk und hob Ravens Arm in die Höhe. Sie ist eure neue Königin.